So, hier mal zum Problem an unserem Himmelwehzebra. Wir hatten 4 Monate Kontakt mit dem Service. Nach vielen E-Mails hin und her wurde uns dann ein neuer Controller geschickt und ein neues Display. Das hat aber die Lösung nicht gebracht. Das permanente Aussetzen der Tretunterstützung über den Pedalsensor. So, da haben wir uns selber mal Gedanken gemacht und haben festgestellt, dass der Pedalsensor, der ja hier sitzt, hier drunter, dass der an dem Plastikring von der Abdeckung schleift oder sporadisch schleift, dadurch der Innenteil stehen bleibt und der Motor ausgeht. So, das haben wir uns einmal angeguckt. Dazu haben wir Pedale abgemacht. Dann haben wir so, hier seht ihr jetzt den Tretsensor. Und dieses Innenteil, das sich bei der Bewegung der Pedale mitdreht, so geht das einmal frei. Das bleibt aber zu stehen, wenn der Deckel drauf ist. Dazu werde ich mal Strom drauf geben. Jetzt seht ihr die Dioden leuchten. So soll es aussehen, dass es normal ist. Wenn es nicht normal ist, wenn das stehen bleibt, blinkt die Lampe auch nicht. Daraufhin habe ich mal ein Signal genommen und hier angelegt. Und man sieht, dass der Innenring über die Kante drüber steht. Dieser Innenring soll dann hier in der Öffnung von der Abdeckung sich frei bewegen. Aber entweder sind Fertigungstoleranzen oder die Pedalachse ist zu weit nach links. Warum auch immer. Ich weiß es nicht genau. Und das Innenteil vom Tretsensor bleibt dann an dieser Kante hängen. Dann habe ich mir eine Gummidichtung geschnitten, die Abdeckung als Schablone genommen, diese eingebaut und siehe da, es hat funktioniert. Jetzt seht ihr die Anzeige auf dem Tretsensor und sie blinkt. Und funktioniert alles. Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Auf jeden Fall funktioniert das einwandfrei. Und es ist einfach eine einfache Lösung. So, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Viel Spaß weiter. Zebra, welches ein super geiles Rad ist.
wenn es läuft. Aber so viel ist ja da nicht dran.